Ja, so, hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge Pokémon Masters. Was heißt allererste Folge? Spielevorstellung. Pokémon Masters. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ist jetzt komplett neu rausgekommen. Mein Name lautet Blau und ich bin ein Pokémon-Trainer mit überaus großem Talent. Ich will einfach mal reinschauen. Jetzt bist du an der Reihe mit etwas über dich, mir etwas über dich zu erzählen. So, ja, da muss ich natürlich. Herr. Gleich. YouTube. So. Ja, das ist mir jetzt relativ Jacke wie Hose, wie der aussieht. So, das passt schon. Kann man auch später noch ändern. Ja, natürlich ist der Name nicht übel. Die World Pokémon Masters, so kurz gesagt. Hier ist ein Turnier, bei dem sich Trainer aus aller Welt jeweils zu drei Teams zusammenschließen und Pokémon in den Kampf schicken. Hier wird die Probe gestellt, wie gut man als Team so. Dir stehen also viele Begegnungen mit den unterschiedlichen Trainern bevor. Allein der Gedanke bringt einen auf Hochtouren. Los geht's, auf in die Welt der Pokémon. Also gucken wir einfach mal, wie dieses Ding da läuft. Vielleicht, keine Ahnung. So, oh. Pikachu, den kenne ich sogar noch. Der ist mir ein Begriff. Pikachu. So, Courtney. Okay. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Courtney und bin dafür zuständig, Trainer bei den World Pokémon Masters zu empfangen. Lass mich raten, du möchtest gerne mit Pikachu an der WM teilnehmen? Dann bekommst du zunächst mal. Also, okay. Du hältst ein Poryphon. Das ist ein Poryphon. Hier auf Passio dient es dir als unbedingtes Multifunktionsgerät. Bei den WPM werden Teamkämpfe ausgetragen, für wenn ein Poryphon, um mit den Gefährten in deinem Team in Kontakt zu treten. Unsere, unter Gefährten wird auf Passio übrigens ein Gespann aus Pokémon und Trainer verstanden. Dieser Begriff hat sich bei uns so eingebürgert. Okay, suchst du vielleicht noch einen Mitstreiter für dein Team? Wenn das so ist, stelle ich dir gleich jemanden vor, der auf der Suche nach einem neuen Teammitglied ist. Oh, keine Ahnung. Das ist Racco. Ja, dass du dir gleich eine Motivation mitbringst. Ja, was meinst du, Misty? Warum nicht? Mir gefällt sein aufgeweckter Blick. Ich bin Misty, enttäusch mich nicht, denn ich werde auch mein Bestes geben. Ja, dann schauen wir doch einfach mal. Ich habe null Ahnung, wie das Ganze hier läuft. Hast du ein Konto gehört, die der mehr vor. Das bin ich, Misty. Und dann haben wir hier den Rocco. Auf eine gute Zusammenarbeit. Rocco und Misty sind jetzt Teil meines Teams. Okay, Rocco und Onyx. Hier sollten wir uns ein wenig in der Stadt umsehen. Hier in der Stadt, in der dieses Pokémon Center steht, sind viele Gefährten unterwegs. Wir treffen sicher auf neue Freunde für unser Team. Hier, lass uns aufbrechen, sobald du bereit bist. Also komm. Dann eine Begegnung in der Stadt. Machen wir das gerade mal schnell. So. Abenteuer. Hauptgeschichte. Oh, das sieht interessant aus. Neues Kapitel freigeschaltet. Ein hoffnungsvoller Aufbruch. Eine Begegnung in der Stadt. Ja, kein Thema. Gehen wir mal da rein. Gucken wir mal, was da so Sache ist. Ja. So, eine Begegnung in der Stadt. Los geht's. Oh, das sieht aber echt eigentlich ganz nice aus, ne? Das hier ist Central City, die größte Stadt der künstlichen Insel Passio. Es gibt da einen Gefährtengespann, mit dem wir uns sicher super verstehen würden. Suchen wir es doch. Ach, du meinst dieses Mädchen aus einer? Da hinten herumgetrieben. Okay, hör auf damit, jemanden zu einem Kampf zu zwingen, der das gar nicht möchte. Verstößt gegen die Regeln. Na nun, da drüben scheint ja was los zu sein. Klingt, als gäbe es dort Streit. Ob alles in Ordnung ist, lasst uns mal nachsehen. Also, da gibt es irgendwie mal Zoff. Oh. Entschuldigt bitte, aber ich kann momentan nicht zum Kampf antreten. Ich will mein Pokémon nicht überanstrengen. Da habt ihr es gehört. Wenn ihr also unbedingt einen Kampf wollt, warum kommt ihr nicht einfach an einem anderen Tag nochmal? Quatsch hier nicht dumm rum. Wir wollen unseren Kampf gegen Champ Cynthia hier und jetzt. Diese Chance lassen wir uns doch nicht einfach so durch den Lappen gehen. Jetzt zier dich nicht und kämpf gegen uns. Hey, jeder, macht mal Halblang. Merkt ihr nicht, dass ihr die beiden belästigt? Oh, Rocco und Misty. Hey, Rosie, sieht aus, als würdet ihr in einer ziemlich blöden Situation stecken. Was seid ihr denn für Nulpen? Ihr wollt euch mit uns anlegen? Pah, aber sicher doch, wir treten euch in die Tonne, klar? Okay, also das ist irgendwie scheinbar die
erste Mission gewesen. Das war ja einfach nur mal kurz dahin gehen, durchlesen, gucken. Kämpfe in der Stadt. Okay. Bedeutet, ich muss wohl den ersten Kampf jetzt machen. So, oh, die sieht natürlich. Lebt ihr etwa hinter Mond? Ihr müsst das doch wissen. Wenn sich die Blicke zweier Trainer treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Gegen wen wir kämpfen, entscheiden wir selbst. Kommt ihr uns also blöd, machen wir euch fertig. Okay, wenn du meinst, ich habe zwar keinen Plan, was ich hier tue, aber so, also. Punkerin, Lizzie, die drei kämpfen jetzt gegen uns drei. Und dann schauen wir doch mal, mit was kommen die denn da alles an. Aber bei den Kämpfen auf Passio treten drei Trainer gegen drei gegnerische Trainer an. Steuere im Kampf deine drei Gefährtengespanne. Greife als erstes mit Pikachus Donnerschock an. So, okay. Das kenne ich noch. Wenn du Attacken einsetzt, wird deine Attackenleiste verbraucht. Wähle Roccos Box und setze die Attacke von Onyx ein. Greife mit dem Steinwurf an. Kämpfe, wie du willst. Okay. Der macht jetzt einen Windstoß da. Und dann gibt es einen Tackle. Aber irgendwie haben die beiden jetzt nicht so wirklich bei mir viel an Schaden verursacht. Ja. Kann ich irgendwas machen in der Zwischenzeit? Oder muss ich jetzt einfach einen Donner. Ich mache einfach mal einen Blubstrahl, keine Ahnung. Und dann auch wieder, ich kann. Scheinbar Donnerschock, okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Okay, die ist down. Zubat wurde besiegt. Du besiegst Punkerin Lizzie. Okay, gewonnen. Alles klar. So sieht also dieser Pokémon-Kampf aus. Ihr hattet doch nur Glück, dass unsere Pokémon sich nicht ganz grün waren. Das ist die Chance auf einen Kampf mit einem Champ. Die lassen wir uns nicht so einfach entgehen. Okay. Hast du aber jetzt ganz schön den Frack voll bekommen, würde ich sagen, oder? Oh. Was stellt ihr euch eigentlich so an? Wir wollen doch nur gegen den Champ kämpfen. Ihr taugt nicht mal zum Aufwärmtraining. Na wartet, euch machen wir fertig schon wieder. Habt ihr doch eben gerade schon versucht. Habt ihr doch eben gerade schon den Frack voll bekommen. Oder ist das jetzt eine andere Truppe? Okay. Also, alles klar. Dann haben wir hier die drei gegen unsere drei. Dann würde ich sagen, jedes Gefährtengespann hat eine Typenschwäche. Setzt du eine Attacke ein, die dem Typ der Schwäche entspricht, verdoppelt sich der Schaden. Ziele auf einen Gegner, dessen Schwachstelle du ausnutzen kannst. Berühre das gegnerische Pokémon, um ein Ziel zu ändern. Die Rahmenfarbe der Trainerbox und des Attackennamens hat sich geändert. Nutze die Schwachstelle des Gegners aus. Schwäche ist dann gelb. Ist das richtig verstanden? Greife mit Attacken an, die auf die Schwäche anzielen. Okay, Schwäche gelb. Und das ist der Blitz. Ah. Nutze diesmal mit Roccos Onyx die Schwäche des Gegners aus. Okay. Jetzt muss ich echt überlegen, ob das ist das gegen den da. Dann machen wir den Steinwurf. Okay. Sehr effektiv. Und mit dem die Attacke. Ah, okay, das ging schnell. Ja, damit sind wir ja eigentlich dann schon durch, ne? Er macht jetzt noch den Steinwurf. Aber ich mache jetzt den Blubstrahl. Und so wie das aussieht, ist das auch dessen Schwäche. Kleinstein wurde besiegt. Du besiegst Raubein. So, gewonnen. Alles klar. Wegen euch ist uns diese einmalige Chance flöten gegangen. Also, die Aufgabe haben wir wohl geschafft. Erfahrungspunkte gibt es auch. Es gibt auch einen Levelaufstieg hier. Okay. Wir bekommen Münzen. Wir bekommen irgendwie einen Abschlussbonus. Okay.
Und dann ginge es in der Cynthia und Rosi in der Geschichte weiter. So. Wie bitte haben wir uns echt von solchen Spinnern fertig machen lassen? Na, warte, das werden wir nicht so leicht vergessen. Okay, jetzt hauen die ab. Alles klar, so. Vielen Dank, ihr habt uns echt aus der Klemme geholfen. Cynthia und ich haben nur ein bisschen geplauscht, als wir plötzlich so belagert wurden. Verstehe. Na, zum Glück ist ja nichts passiert. Herr Gleich, YouTube, das ist übrigens Rosi. Sie ist ein berühmter Trainer der Einal-Region. Genau, ich bin Rosi. Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Herr Gleich, YouTube. Wir hatten dich eigentlich gesucht, weil wir etwas mit dir besprechen wollten. Aber ich hatte nicht erwartet, dass selbst der Champ der Sinnoh-Region sich nach Passio aufgemacht hat. Sowas. Du hast von mir gehört? Das ehrt mich sehr. Ich bin Cynthia, aber das wusstet ihr anscheinend schon. Vielen Dank auch von mir, dass ihr uns eben aus dieser misslichen Lage befreit habt. Und besonders dir, Herr Gleich, YouTube. Dein Geschick im Kampf hat mich beeindruckt. Ich habe gespürt, wie viel Talent in dir steckt. Also, wenn Trainer von solchem Kaliber vor Ort sind, werden die Kämpfe bei der WPM gleich viel interessanter. Wie dem auch sei, wenn wir uns mal wieder begegnen, sollten wir gegeneinander kämpfen. Oh ja, bis bald, Cynthia. Okay, da verschwindet sie auch schon und weg ist sie. War das nicht klasse, Herr Gleich, YouTube, so ein fettes Lob von Cynthia höchstpersönlich einzustreichen? Ja, du hast wirklich hervorragend gekämpft. Aber um darauf zurückzukommen, weshalb wir dich eigentlich gesucht haben, Rosi. Wir wollen an den WPM teilnehmen und suchen deshalb noch mehr Freunde für unser Team, da das Herr Gleich YouTube gegründet hat. So ist es also. Und da wart ihr so lieb und habt an mich gedacht, ja? Aber eins nach dem anderen. Und das Wichtigste zuerst. Tragen wir einen Pokémon-Kampf aus? So kann ich dich ganz schnell besser kennenlernen, Herr Gleich YouTube. Okay, also muss ich jetzt einen Pokémon-Kampf gegen die machen. Den mache ich jetzt noch schnell. Und dann sind wir mit der ersten Präsentation hier fertig. So, los geht's. Also, auf geht's. Wir werden jetzt mal gegen die kämpfen. Und ich muss mir das jetzt überlegen, was habe ich bis jetzt gelernt? Ich habe gelernt, es gibt Schwächen. Fordere dich heraus. Und mit was kommen die denn da alles her? So. Gefährtenattacken sind mächtige Angriffe, die dem Gegner großen Schaden zufügen. Also, wenn du Attacken einsetzt, geht der Countdown für Gefährtenattacken runter. Ich muss aber eigentlich. Da ist die Schwäche. Oh mein Gott. Nee, ich muss das angreifen, ne? Und dann muss ich den Blitz erstmal machen, ne? Gefährtenattacken Countdown. Wie geht das? Gefährtenattacken Countdown. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie geht das jetzt? Geht der Countdown für Gefährtenattacken runter? So, Schwäche, da muss ich jetzt drauf. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin, glaube ich, tot, oder? Pflanzengefährtenstrahl, oh mein Gott, was ist das denn? Um Gottes Willen, was macht die mit mir? Die zerstört mich, oder? Ach, du kriegst die Motten. Ja, Gefährtenattacken, Countdown. Wenn der Attacken einsetzt, geht der Countdown für Gefährtenattacken runter. Ich muss hier mit dem, muss ich da angreifen. Da geht nicht. Ich kann das nicht machen. Ich kann nichts tun. Ich verstehe es nicht, wie es funktioniert. Ich mache den Steinwurf jetzt da hinten drauf, weil der, glaube ich, ziemlich krass ist. Blitzstrahl. Weil die hat da die Schwäche, aber das hilft scheinbar gar nicht so wirklich viel. Windschnitt. Ich glaube, das werde ich ziemlich übel verlieren. Ich muss wieder mit dem Donnerschock, Donnerstrahl da hinten drauf. Dort gehe ich nochmal mit dem Steinwurf drauf. Und damit sollte der schon mal down sein. Und irgendwie brauche ich jetzt noch. Oh mein Gott. Der Blubstrahl. Gefährtenattacke. Oh mein Gott, da setzt wieder eine Gefährtenattacke ein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Schon wieder diese Pflanzengefährten. Jetzt bin ich down. Ich glaube, jetzt bin ich down. Das kann ich ja gar nicht überleben, oder? Oh mein Gott, ja. Das sieht nicht gut aus. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form was bringt. Ich habe auch eine Gefährtenattacke jetzt.
Aber die hilft mir nicht, weil ich besiegt wurde. Keine kampffähigen Gefährten mehr. Ja, das ist schön. Du verlierst gegen Rosi. Ja, das habe ich festgestellt. Das habe ich schon gemerkt. Das Ding ist in die Hose gegangen. Das Match habe ich verloren. Okay. Ja, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Pokémon Masters. Mit mir nehmen wir gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss.